Was machst du denn da? Spielst du wieder mit den Tieren? Aber ich versuche mal, ob die Schneckenskinke was fressen möchten. Ich denke, du bist ja am Arbeiten und Umsatz machen. Gehört ja dazu. Ich sehe keinen Umsatz, kein Mensch hier. Und du spielst... Sind die nicht putzig? Das sind unsere kleinen Babys. Ja, aber das sind das Kinke, die leben da im Sand und so, ne? Ich habe hier heute ein T-Shirt gekriegt. Ich denke, wir kriegen ein Kind, der sich im Sand einwühlt. Den hast du aber jetzt falsch dekoriert. Oder nee, da mag er lieber ein bisschen tropischer. Und er klettert auch ganz gerne. Ja, aber das Kind ist doch eigentlich, der hat doch so eine harte Haut. Der ist doch extra so gebaut, um im Sand reinzugehen. Nee, gibt auch tropische Skinke. Ne? Da ist jetzt der Schneckenskink, dann gibt es auch den Blauzungenskink, der ist ja so halb-halb. Den haben wir schon mal, ja. Den hatten wir schon mal, ne? Und dann gibt es auch noch den Wickelschwanzskink, der sitzt dann wirklich oben im Baum und mag das richtig tropisch. Ja. Ne? Und das ist quasi so eine lustige Mischung aus Blauzungenskink und Wickelschwanzskink, weil er klettert schon mal ganz gerne. Aber Schneckenskink habe ich hier noch gar nicht gesehen, haben wir. Ganz selten. Alle 100 Jahre kriegen wir die mal. Alle 100 Jahre, jetzt wisst ihr, wie alt die Steffi ist, ne? Du weißt ja, Steffi ist unsere langjährige Mitarbeiter und die weiß, dass wir die öfter kriegen, alle 100 Jahre mal. Also du bist mit Abstand die älteste. Wahrscheinlich. Sag mal die dienstälteste Mitarbeiterin. Ja, aber das sieht alles spannend aus. Und der ist jetzt so klein, der ist noch ein Baby, oder? Der ist noch ein Baby. Werden meistens so zwischen 40 und 50 Zentimeter lang. Das ist schon groß, dann ist das Terrarium am komplett zu klein. Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, für ein Pärchen, so 1,20 Meter, 60, 80 hoch, würde ich den schon geben, dass die ein bisschen Platz haben. Und dann auch gar nicht das Sand und eingraben tut er gar nicht, oder? Der versteckt sich schon mal ganz gerne, aber dann eher, sag ich mal, ja, Sand, ja, weniger. Eher dann, sag ich mal, Kokosfaser, Terrarienerde, sowas. Schön grün, üppig bepflanzt. Das heißt ganz lockeren Boden, nicht harten, schweren Sand. Genau, genau. Richtig schön fluffig. Hat er wahrscheinlich auch den Körper gar nicht so hart, dass er so durch Sand gleiten kann, sondern mehr wie so eine... Ja, der hat schon ziemlich harte normale Schuppen. Eidechse, oder aber härter noch. Ist schon ein bisschen härter, ja. Ist halt noch ein Skink. Ja, und warum heißt er dann Schneckenskink? Der frisst so gerne Schnecken. Oder er ernährt sich fast überwiegend von Schnecken. Der geht natürlich auch an Insekten dran, ein bisschen Obst, ein paar Regenwürmer. Ja, aber dann scheitert das. Wir haben da so viele lebende Insekten zu verkaufen. Schnecken hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. In der Aquaristik, da haben wir für die Kugelfische immer mal so Schnecken. Aber die leben. Ich meine, Schnecken hat ja jeder im Aquarium, meist viel zu viele. Ach, da gibt's auch was, ne? Schön eingemachte Schnecken. Ach, jetzt kommt der Werbeblock wieder. Ja! Das sind Schnecken. Das sind Schnecken ohne Häuschen, schon vorgeknackt. Das sieht aber appetitlich aus, oder? Schmecken die denn? Ich habe sie noch nicht probiert. Bisschen muffig, oder? Ja, aber geht. Wolltest du auch mal eine? Ach nee, im Moment nicht. Vielleicht später. Und er oder sie? Ausprobieren. Das Besondere bei denen ist auch, ja, genau, so ist fein. Wenn das Babys sind, haben die noch eine blaue Zunge, wie die Blauzungenskinke. Und wenn die dann größer werden, wird die Zunge pink. Oh, jetzt hat er noch aber eine blaue Zunge. Jetzt, ne? Ist die noch schön blau. Na, kann er den so festhalten? Schwierig. Ich glaube, jetzt hat er ihn da jetzt besser. Jetzt hat er ihn besser, ja. Ich habe ja auch gerade eine probiert, aber Hammer. Ich wollte ja nur den Skink jetzt nicht alle wegessen. Na. Ja, dann erzähl mir mal noch dazu. Ja, ich sag mal, wenn man mal so eine Achatschneckenüberpopulation hat, ne, kann man die natürlich dann... da ist man froh, die gezüchtet zu haben und dann... Na. Wolltest du die schon wieder alle verfüttern. Ja, und jetzt hast du da ein Pärchen drin oder zwei Stück? Das oder? Kann man noch nicht sehen. Dafür sind die noch zu klein. Und ich sag mal, wenn die größer sind, müsste da mal ein Tierarzt die endoskopieren, weil sonst ist das ganz schwierig zu sehen, gerade bei denen. Also, ne? Und am Verhalten, die stehen nicht als Pärchen immer nebeneinander, sondern einzeln. Nee, da müsste man schon wirklich die wirklich richtig beobachten, ne, um das zu sehen. Die sind auch lebend gebärnt, das ist auch besonders schön an denen. Ne? Die kriegen dann, sag ich mal, so 7 bis 25 Jungtiere. Das ist schon ordentlich. Und die wir haben, sind jetzt auch schon nachgezüchtet hier in Deutschland? Das oder? Sind jetzt Nachzuchten, ja.
Die kriegen wir vom Züchter. Die kriegen wir vom Züchter. Da gibt es zwar nicht viele, aber... Ja, ne? Weil ich ja die schon nicht gesehen habe, aber ich bin ja halt noch nicht 100 Jahre hier. Ich bin ja 46 Jahre Unternehmer und in so kurzen Zeitspannen, da sieht man das halt nicht. Kannst du mir da noch mehr erzählen? Ich habe ja, ja noch einen Stuhl. Oh, wunderbar. Ich meine, ich kann ja nicht so lange stehen, das weißt du ja. Ja. Jetzt hat er die Schnecke doch fallen lassen. Wir können ja nachher füttern. Wir müssen ja jetzt nicht hier 100 Jahre experimentieren, bis wir dann sehen, einmal in 100 Jahren fressen die auch. Das ist ja jetzt nicht erforderlich. Wo kam die her? Habe ich jetzt gar nicht. Australien, Ostaustralien, also ganz oben, der Rand. Ostaustralien, ja. Ja, so Queensland und so, da wo es so richtig schön feucht ist und schon tropisch. Ja, und die lebenden Jungen, hat das wahrscheinlich einen Sinn? Ja, ich sag mal, viele Skinke haben halt lebende Junge, die sie zur Welt bringen. Gibt es vielleicht keine günstigen Stellen zur Eiablage? Und kann natürlich sein. Wenn die alle wechselwarm sind, dann laufen die ganz alleine in den Temperaturbereich, der für die Ausbrut der Eier im Körper wahrscheinlich wichtig ist. Vielleicht ist das auch ein bisschen schwankend von den Temperaturen. Das kann ja auch mit der Meeresströmung so ein bisschen zusammenhängen. Aber der frisst ja nicht nur Schnecken, ne? Nee, der geht auch an Insekten, an Regenwürmer, ein bisschen Obst, aber nicht zu viel, sonst kriegen die irgendwann Durchfall. Aber eigentlich, wenn der so Schnecken und Würmer frisst, dann ist das ja mehr eine Amphibie als eine Echse, oder kann man das so nicht sagen? Nee, würde ich so nicht sagen. So Feuersalamander, Molche, die fressen ja auch Schnecken und ja, Würmer. Ja, aber da gibt es ja so viele Tiere, die sich so spezialisiert haben. Ich sag mal gut, wenn er Schnecken frisst, hat er natürlich auch mal ein bisschen Kalzium mit, ne? Das ist natürlich schon mal eine clevere Sache. Ja. Ne? Ja, wobei Nacktschnecken ja dann kein Kalzium. Die weniger, aber ich sag mal, da gibt es ja auch genug kleine Gehäuseschnecken. Und er frisst die auch mit Gehäuse. Ja, sag mal, wenn er schon ein größeres Tier ist. Jetzt und dann, der Kleine noch nicht. Das Kleine noch nicht, aber ich sag mal, ein größeres Tier und dann sind dann kleine Schnecken mit Gehäuse, die schluckt er so am Stück. Mhm. Ne? Und ich sag mal, so kleine Tierchen, ja, die werden dann wahrscheinlich das nur ohne Schale schaffen. Du hast hier ein Terrarium eingerichtet, was jetzt hier oben offen ist. Brauchen die gar keine Wärme, oder? Doch, die bräuchten auch ein Lämpchen. Ich sag mal, die sind eher dämmerungsaktiv, aber ich würde ihnen auf jeden Fall eine kleine UV-Lampe zur Verfügung stellen. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ne? Und dann so Temperaturen, ja, so 26 bis 30 Grundtemperatur. Und dann am Strahler. Haben wir jetzt hier im Geschäft nur 20, 22, würde ich mal so sagen. Ja, ich sag mal, jetzt mal zum Filmen kann man das machen, aber danach kommen die auch wieder ins Terrarium, wo kuschelig warm ist. Das ist also ganz klar, das so muss mit sein. Offenem Terrarium kann man auch die nicht zu Hause halten, wir auch nicht. Die sind ja ratzfatz weg, also, ne? Ach so, die sind so langsam so. Ja, jetzt sind sie ganz gemütlich, aber wenn die irgendwo hinwollen, dann können die auch Gas geben. Aber so wie ein Gecko, Scheiben hoch nicht. Nee, das schaffen sie nicht. Die haben also Krallen, die müssen... Genau, die müssen sich irgendwo festhalten können. Müssen sich festhalten können. Lustig ist auch noch das Verhalten, wenn die sich bedroht fühlen. Dann drücken die vorne ihre Beinchen hoch und fangen ganz heftig an zu züngeln mit ihrer Zunge, mit ihrer dicken. Und fangen dann so ein bisschen an zu fauchen. Das sieht dann so aus, als ob das eine Schlange wäre. Und der Angreifer denkt dann, oh, giftige Schlange, lassen wir mal die Finger von. Ja gut, so ein Echsen- und Schlangenkopf ist ja... Der sieht ja auch verdammt ähnlich, ne, ähnlich aus. Ja, die also Beine fallen ja gar nicht so auf bei dem Tier. Stummelbeinchen. Ne? Die Stummelbeine, der sieht tatsächlich... Kopf mehr wie Schlange aus. Ja. Ist ja spannend. Ja. Ja, und wer hält sich sowas? Ich meine, da wir die ja nur alle 100 Jahre haben, haben wir da nicht so viel Kunden für. Kriegt die dann nur der Super-Spezialist, weil der die halten kann? Oder? Der kann jeder, der sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat, kann die dann auch vernünftig halten. Ja. Jeder, der sich mit dem Tier, mit dem, was es braucht, richtig auseinandergesetzt hat und die Spielregeln befolgt, also eben so gut wie eben möglich, macht wie zu Hause, selbst wenn der ja nachgezüchtet ist, trotzdem im naturähnliche Zustände, der kann sich so ein Schneckenskink auf jeden Fall zulegen. Bloß den kennen ja nicht viele Leute, deshalb ist der ja noch sehr, keiner kennt ihn, keiner weiß von ihm, deshalb ist die Nachfrage da auch nicht ganz so groß. Ja, aber wenn die ja nur oft nur 6, 7, 8 Jungtiere kriegen, ist ja auch nicht zu erwarten, ist auch nicht so viel. Dass die Population demnächst explodiert. Ja, und wie viel muss ich mir da anschaffen, wenn ich jetzt züchten will? Ja, wenn dann ein Männchen, zwei Weibchen, sowas in der Art. Kann ich aber ja nicht unterscheiden. Genau, muss man warten, bis die dann größer sind. Und dann muss man mal so ein bisschen aussortieren. Ne? Aber du verwahrst die ja so lange für den Kunden, bis die so groß sind? Und nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werde ich früher gehen. Das heißt, dann muss man sich 5 Stück kaufen? Und dann muss man einfach mal gucken, was man hat. Risiko. Wann sind die denn zuchtfähig?
Ja, also man sagt so, ja, anderthalb Jahre, aber ich würde so sagen, so mit 3 Jahren funktioniert es dann richtig. Ja, anderthalb ist ja auch für ein Reptil extrem schnell, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Viele sind ja da auch erst nach 4, 5 Hängt Jahren. Hängt natürlich auch vom Futter ab. Ne? Wenn ich die gut fütter und die sind super schnell gewachsen und sind relativ groß, dann werden die auch das früher. Richtige Temperaturen, richtiges klimatischen Verhältnis im Terrarium. Dann können die auch ein bisschen früher. Das heißt, da gibt es also ganz viel zu beachten. Das ist nicht einfach, ich kaufe mir mal 2 und ich züchte dann. Der muss ja auch nicht jedes Jahr dann Junge kriegen. Ne? Das sind ja Lebendgebärende, die kriegen mal Junge und dann kriegen die mal 2, 3 Jahre keine Junge, wenn man Pech hat. Ne? Ja, und dann leben die auch sehr versteckt und wenn die Jungen rumlaufen, fressen die dann auch noch auf? Ja, darüber habe ich nicht viel gefunden. Also ich denke mal, ich würde sie lieber rausnehmen. Also wenn man so findet, dass da irgendwo Jungtiere sind, würde ich sie rausnehmen. Ja, vielleicht hat das keiner gefunden, aber die Tiere waren immer satt. Kann natürlich auch sein. Ich mein, und der hat gedacht, jetzt machen die mal so eine Fresspause. Bei den Wickelschwanzkinken, die sind ja eigentlich immer ganz freundlich zu ihren Jungtieren, aber bei denen habe ich nicht viel gefunden. Da gibt es auch nicht so viel drüber. Ja, aber vielleicht hat ja noch einer die von euch gezüchtet und kann dann mal in die Kommentare reinschreiben. Nee, die sind ganz nett zu den Kindern. Oder ich habe mal einen Morgen gesehen, da hatte der den halben schon auf und die andere Hälfte hat sich nicht mehr gelohnt, ihm aus dem Mund zu holen. Das wäre ja mal ganz spannend, ne? Denn das ist ja ein Tier von einer schönen Größe, was ich spannend halten kann. Und in jedem Terrarium halten kann, in einer Größe, was quasi in jedem Zimmer noch reinpasst. Ja. Das ist ja auf alle Fälle was Spannendes. Ja. Ja, ich glaube, da war das. Ich glaube, das waren die wichtigsten Sachen. Wir können ja noch mal ganz kurz zusammenstrecken in Haltungscheck. Ja. Fangen wir mal an. Haltungscheck der Schneckenskink. Mhm. Bis 40 cm wird er groß? Ja, schafft er auf jeden Fall. 40 bis 50. Ne? Mindestbeckengröße so 1,20 x 60 x 80 für 2 Tiere. Spannend ist natürlich, der jetzt noch so kleine kann locker 20 Jahre werden. 5 Monate sind die meistens trächtig. Gut, da musst du immer noch wissen, wann die dann gepaart haben. Laut Fachliteratur, nach 1,5 Jahren sind die schon erwachsen und könnten dann trächtig werden. Was wir beide aber stark anzweifeln, wir denken mal mindestens 3 Jahre, eher noch sogar 4. Jungtiere so 7 bis 25, im Höchstfall 30, was ich aber schon ziemlich hoch gegriffen finde. Ernährung, wie der Name schon sagt, Schneckenskink, der frisst gerne Schnecken. Allerdings andere Weichtiere ist er auch nicht abgeneigt, also Regenwürmer, Raupen. Und wenn mal eine Spinne oder ein kleines anderes Insekt vorbeikommt, frisst er auf. Schwerpunkt Schnecke. Ja, kommt dann auch Ostaustralien. Temperatur 25 bis 30 Grad, punktuell bis 35. Schön tropisch halten, also viele Äste, viele Pflanzen zum Klettern. Und auch ein bisschen was Stabileres, weil der ist ja ziemlich plump. Spannend ist natürlich noch, der kriegt lebende Junge. Man braucht keinen Inkubator, eines Tages hat man einfach die Jungen. Im Stichwort Mimikry macht halt dann so ein bisschen so eine Schlange nach, wenn man ihn ärgert. Das war's eigentlich. Das ist so das Wichtigste, in Kürze. Mehr fällt uns im Augenblick nicht ein. Wenn ihr noch mehr wisst, in den Kommentaren, ihr wüsstet ja. Und nicht vergessen, alle, die es noch nicht getan haben, abonnieren. Und danach leuchtet eine Glocke auf, die Glocke noch drücken. Und dann seht ihr uns mindestens 3-mal die Woche. Also bis nächste Tage. Tschö.